In diesem Video möchte ich euch einen schnellen Apfelstreusel vorstellen mit Apfelkompott. Das Apfelkompott habe ich selber gemacht, ihr könnt natürlich auch gekauftes nehmen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Dieser Apfelstreusel ist nicht nur schnell zubereitet, sondern kommt auch mit wenigen Zutaten aus. Die da wären 150 Gramm Butter, 180 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl, 2 Gläser Apfelkompott, 2 Mürbteigplatten, a 280 Gramm, fertig, und 2 Esslöffel Puderzucker. Zuerst das Apfelkompott durch ein Sieb abschütten und abtropfen lassen. Für die Streusel Butter schmelzen, Zucker einrühren und das Mehl dabei. Schon sind die Streusel fertig und dann werden sie erstmal beiseite gestellt. Jetzt werden die beiden Mürbteigplatten übereinander gelegt, darauf das Apfelkompott verteilt und darauf dann die Streusel. Den Ofen auf 170 Grad vorheizen, dann bei Umluft ca. 35 bis 40 Minuten backen. Wenn der Kuchen fertig ist, sieht er so aus und jetzt muss er erstmal abkühlen. Und wenn der Kuchen kühl genug ist, dann kann der Puderzucker obendrauf. So sieht das Ganze dann aus und jetzt kann angerichtet werden und dann schmecken lassen. Übrigens, wie ich meinen Apfelkompott mache, das seht ihr in diesem Video hier oben. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.